Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Witzel hat, ich nehme an, Herr Lübcke ist ja heute auch nicht da, dass Sie für Ihren Fachpolitiker heute den Antrag eingebracht haben. Ihrem Kollegen Herrn Lübcke, Herr Witzel, glaube ich tatsächlich seinen durchaus ehrenhaften Anspruch, sich hier im Landtag für mehr Sicherheit einsetzen zu wollen. Aber Ihnen, Herr Witzel, würde ich mal sagen, freundlich formuliert wirkt das doch etwas unglaubwürdig. Weil, Herr Witzel, Sie waren 2005 bis 2010 hier Mitglied des Landtags, als die FDP hier einen Innenminister gestellt hat. Und ich zitiere hier kein Grün, ganz unverdächtig, den damaligen Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft hier in NRW, Rainer Wendt, gehört bekanntermaßen nicht zum grünen Kernklientel. Er sagte damals zu Regierungszeiten Ihres Innenministers, die Polizei in NRW funktioniert nicht wegen, sondern trotz dieses Innenministers gut. Soweit Rainer Wendt aus Ihren Regierungszeiten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Witzel, Sie haben damals, wenn ich mir die Zahlen aus Ihrer Regierungszeit angucke, hat Ihr Innenminister 2006, Herr Lohn, das gehört so weit dazu, Sie vergessen immer mindestens die Hälfte der Wahrheit, wurden 2006 500 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter eingestellt. Versprochen war im Wahlkampf damals 1.000. 2007 wurde dieses Wahlversprechen erneut gebrochen. Es ist noch keine 10 Jahre her, Herr Lohn, und die Demografie war damals auch schon bekannt. Das wissen Sie ganz genau. 2007 waren es noch mal 500. Deutlich unterhalb des erforderlichen Nachersatzes, damit die Polizeistärke überhaupt erhalten bleiben kann. Nicht davon zu sprechen, dass Sie eigentlich damals schon über Bedarf hätten einstellen müssen, weil damals die Demografie auch schon bekannt war, auch wenn Herr Wolf sie immer in den Schubladen gelassen hatte. Also Fazit Ihrer Regierungszeit, Polizei minus. Am Ende Ihrer Regierungszeit ein Minus. So, 500 2006, das ist wie gesagt knapp 10 Jahre her. Wo stehen wir jetzt? Im Jahr 2015 stellt die rot-grüne Landesregierung nachweislich jetzt des Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2015 1.892 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter ein. Ganz grob gesagt ist es fast eine Vervierfachung zu Ihrer Regierungszeit, Herr Lohn und Herr Witzel. Ich meine, hier so einen Antrag einzubringen, Herr Witzel, wie gesagt, freundlich formuliert ist das unglaubwürdig. Ich könnte auch sagen, es ist ziemlich dreist. Ja? Zu meinen, dass man Ihnen das abnimmt, dass Sie hier tatsächlich sich ehrlich und ernsthaft dafür einsetzen, dass hier Polizei ausgebaut wird. Nein, das glaubt Ihnen hier niemand. Herrn Lübcke, wie gesagt, nehme ich das ab. Der hat da ja etwas die Gnade der späten Geburt und kann das alles so nicht genau mehr wissen, was damals hier tatsächlich passiert ist. Soweit die Zahlen. Ich will es mir aber nicht zu einfach machen, Ihnen hier die Zahlen um die Ohren zu hauen und sagen, das reicht jetzt und jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Das gehört nämlich auch zur Klarheit und Wahrheit dazu, Herr Lohn, weil das wird nicht reichen. Selbst diese Einstellungszahlen, die wir jetzt erreicht haben, ja, werden nicht reichen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lohn? Ja, ich tue das immer gern. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Lohn, ist mir das nicht lästig. Bitte schön. Ja, Frau Lücker, herzlichen Dank. Es ist mir auch unerklärlich, wie ich eben vergessen konnte, auf Ihre Zwischenfrage noch einzugehen. Ja, so ist das. Aber dafür haben wir jetzt die Gelegenheit. Können Sie mir bitte erklären, wie Sie zu dem Ergebnis kommen, zur Zeit von CDU und FDP sei in der Polizeiausbildung reduziert worden, wenn, ich habe es eben bereits gesagt, 2004 sind die Einstellungszahlen von Ihnen auf 480 reduziert worden. Wir haben die 2008 auf 1.100 mehr als verdoppelt. Wie kommen Sie zu dem Ergebnis, dass die von Ihnen vorgenommene Reduzierung um mehr als die Hälfte, die ja von uns wieder verdoppelt wurde, eine Reduzierung durch CDU und FDP wäre? Das kann nur grüne Logik sein, die mit Wahrheit nichts zu tun hat. Ja, Herr Lohn, Sie sollten mal Ihre Reden nicht einfach abschreiben, die Sie hier vor Jahren schon mal gehalten haben. Weil genau die gleiche Debatte, ich kann die Ihnen raussuchen, genau die gleiche Debatte haben wir, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren schon mal geführt. Ihre Rechnung, dass damals zu den vorherigen rot-grünen Regierungszeiten Stellenabbau betrieben wurde, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Erstens, wir haben, es war ziemlich streitig, aber wir haben hier die 41-Stunden-Woche eingeführt für Beamtinnen und Beamte. Das war ziemlich hart, aber das war doch damals schon ein Konsolidierungsbeitrag. Diese 41-Stunden-Woche
auch bei den Polizistinnen und bei den Polizisten, hatte ein Stellenäquivalent von 2000 Stellen gehabt. Ein Teil davon, nicht die kompletten 2000 Stellen, nur ein Teil davon haben wir befristet für 2 Jahre da mit reingerechnet. Nur befristet und auch nicht komplett. Und der zweite Teil, deswegen war das auch in dem Sinne nicht ein Stellenabbau, so wie es darstellen. Und das zweite ist, was Sie auch immer vergessen bei dieser Zahl ist, dass wir in diesen Zeiten den Umzug von Bonn nach Berlin, den Regierungsumzug, verrechnet haben, weil schlichtweg Aufgaben für die Stadt Bonn weggefallen sind und damit auch ein hohes Stellenäquivalent für die Polizei, der mit dem Regierungsumzug verbunden war. Der Abbau, den Sie hier so proklamieren, hat schlicht was mit Aufgabenverlagerung zu tun und hat was damit zu tun, dass wir das kompensiert haben. Ja, es waren harte Einschnitte durch eine 41-Stunden-Woche und durch eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Den Teil der Wahrheit lassen Sie immer wieder weg. Aber wahrscheinlich werden wir diese Auseinandersetzung nicht das letzte Mal geführt haben. Und deswegen ist gut, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, diese immerwährenden Falschdarstellungen hier zu korrigieren. Dankeschön. So, zurück zum Thema, was ist eigentlich mehr nötig als einfach mehr Personal einstellen? Herr Witzel, da gibt es so einen ganz kleinen Nebensatz in Ihrem Antrag und das ist schade, weil da bleiben Sie eigentlich der spannenden Frage, bleiben Sie da eigentlich jede Antwort schuldig, weil Sie schreiben, dass wir mehr Polizei brauchen, das ist immer einfach und schön, aber da steht drin, neben mehr Polizei brauchen wir auch einen notwendigen Prozess der Aufgabenkritik, ja, der Aufgabenkritik und auch der Überprüfung von Synergieeffekten. Die Antwort, die hätte ich gern mal von Ihnen. Was sagen Sie denn dann? Weil dem müssen wir uns hier alle stellen, wenn wir uns hier nicht vor der Verantwortung drücken wollen. Und es gab mal Zeiten, da hatte Ihr innenpolitischer Sprecher damals, Horst Engel hieß er, hatte damals mutige Vorschläge. Der hat sich dann nämlich zu bekannt und hat gesagt, wir müssen auch in die Polizeistrukturen rein, Behörden unter Umständen zusammenlegen, die sie damals in ihrer Regierungszeit auch nicht umsetzen konnten, und gucken, wie wir auch im Bereich der Aufgaben kriegen. So, jetzt haben wir einen Kommissionsbericht hier auf dem Tisch liegen, wozu es Vorschläge gibt. Ich habe von Ihnen noch kein Wort, auch nicht von Ihnen, Herr Lohn, noch kein Wort dazu gehört, wie man sich eigentlich dieser viel schwierigeren, aber aus meiner Sicht unabdingbar notwendigen Herausforderung stellen will, wie man denn innerhalb der Strukturen Effizienzgewinne schafft, wie man durch Aufgabenkritik unter Umständen auch bei den Kernaufgaben der Polizei mal schaut, was andere übertragen werden kann oder aber auch dann unter Umständen für die Polizei schlichtweg Stichwort Bagatellunfälle im Bereich Verkehrsunfälle, Stichwort Objektschutz. Ich glaube, wir brauchen da mal eine ehrliche Debatte drüber, ob wir es uns wirklich noch leisten können. Ich sage es mal ungeschützt hier, aber diese ehrliche Debatte würde mich mal interessieren, ob wir hier bei der Bestreifung im niedrigschwelligen Bereich, bei der Bestreifung von so vielen Objektschutzaufgaben, ob wir da überall Beamte des gehobenen Dienstes im Streifenwagen vorbeischicken müssen. Ich möchte diese Debatte mal führen, anstatt ständig diese mehr Polizei, die überhaupt nicht weiterführt, weil genau das, was wir ausbilden können, wird jetzt von Rot-Grün eingestellt, sondern die sehr viel schwierigere Debatte, Herr Lohn. Dafür drücken Sie sich und Sie sich, Herr Witzel, führen, wie wir innerhalb der Strukturen der Polizei bessere Ablauforganisationen hinkriegen und auch eine ehrliche Aufgabenkritik mal führen. Darauf würde ich mich freuen. Leider hat das heute nicht geklappt.